Wir haben den letzten Test vor der Prüfung, die Grundfahraufgaben nochmal durchprobieren. Ahmad ist hier auf dem Motorrad eine Klasse A-Maschine. Wir haben trockenes Wetter. Er ist gut losgefahren. Schulterblick, Blinken, das hat er gut gemacht. Hier hat er allerdings ein bisschen Probleme. Und ja, gleich nochmal. Schrittgeschwindigkeitsslalom, am besten die Kupplung nicht ganz rauslassen. Er fährt ein bisschen schnell rein hier und ja, hat hier einfach Probleme dann im Kurs zu bleiben. Ihr habt es gesehen und das war nichts. Aber Verkehrsbeobachtung, das hat er wirklich schön verinnerlicht. Auch wichtig, nicht zu nah am Schrittgeschwindigkeitsslalom an den Hütchen starten, schon etwas größer die Entfernung wählen, ja, das ist doch schon mal viel besser, weil sonst bekommt man Stress, sonst wird man nicht rechtzeitig fertig. So, schauen wir nochmal einen Schritt Geschwindigkeitsslalom. Ja, Verkehrsbeobachtung auch hier wieder, das hat gepasst. Und da ist er jetzt schon mal deutlich langsamer unterwegs Richtung Schrittgeschwindigkeitsslalom, nicht die Hütchen anschauen, ins Feld reinschauen und dann sollte das auch passen. Dann gleich nochmal, der Schrittgeschwindigkeitsslalom, der zählt ja zu den schwierigsten Übungen, weil man im instabilen Bereich des Motorrades fährt. So, schauen wir uns diesen Versuch nochmal an, da ist er schon deutlich langsamer unterwegs. Ja, so ungefähr sollte das aussehen. Ja, und wir biegen mal kurz ab, das Intro. Fährst du frei. Ja, dann geht's weiter hier mit dem Stop and Go. Auch hier wieder am Anfang die Verkehrsbeobachtung. Die Maschine immer etwas zu der Seite kippen, wo man den Fuß runter tun möchte. Und dann ist es eine sichere und kontrollierte Geschichte. Macht das sehr gut hier. Zweimal links, zweimal rechts. So, und wenn man dann weiterfährt, dann ist es ideal, wenn man dann nochmal die Verkehrsbeobachtung macht. Während dem Stop and Go nicht nochmal nach hinten schauen während der Übung. Dann kommen wir zur nächsten Übung, das ist der lange Slalom. Schaut, dass ihr rechtzeitig die 30 km/h auf dem Tacho habt. Rechtzeitig fertig werden mit dem Beschleunigen. Am besten dritte oder vierte Gang, je nach Maschine, müsst ihr testen. Dann habt ihr am wenigsten Lastwechsel. Also hier bei der Kawa ist es zum Beispiel ideal mit dem dritten Gang. So, hat doch auch gut ausgesehen. Dann geht es bereits zum Ausweichen. Ausweichen ohne vorheriges Abbremsen. Tempo 50 km/h. Kupplung ziehen. Tütchen nicht anschauen. Das sind die wichtigen Parameter. Und dann wieder zurück auf die eigentliche Fahrlinie. So, das hat gut ausgesehen. Dann geht es weiter mit dem Ausweichen nach vorherigen Abbremsen. Gleiche Geschwindigkeit, 50 km/h, beide Bremsen hernehmen und beim ersten Hütchen dann weg von der Handbremse. Da hat er gleich mal einen Fehler gemacht, das Hütchen, wo man ausweicht, nicht ansehen. Da war er jetzt viel zu schnell, hat die Bremsung gar nicht funktioniert und die echte Prüfung wäre natürlich hier dann schon vorbei. Zwei Fehler bei einer Übung, da ist es aus. So, also nochmal bremsen. Weg von der Bremse beim ersten Hütchen und dann ausweichen, das Hütchen nicht anschauen, links dran vorbeischauen, dann klappt die Übung normalerweise auch. Runterbremsen bis 30. Dann steht das in der Prüfungsordnung. So, dann kommt das Bremsen aus Tempo 50 mit höchstmöglicher Verzögerung, beide Bremsen hernehmen. Nein, man ist nicht durchgefallen, wenn man keine ABS-Maschine hat und die Räder blockieren. Allerdings muss das Moped in der Spur bleiben und das bereitet manchmal Probleme. So, Schrittgeschwindigkeit geradeaus, da ist er viel zu schnell unterwegs. Kupplung auch hier nicht ganz rauslassen. Vorderrad möglichst ruhig halten, maximal. Also kein großer Ausschlag des Vorderrades darf festzustellen sein. Langsam. Ja, so ist er viel besser, dieser zweite Versuch. So sollte das ungefähr aussehen.
Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Übung eure Lieblingsübung ist und welche Übung eure Angstübung ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, unterstützt meinen noch jungen Kanal, checkt auch mal meine anderen Kanäle, checkt auch mal meine anderen Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.